Paul Fährmann, ihr stellt Tito eine Geschichte Reisegötschi vor. Um was geht es da? Also ich würde eigentlich das ganze Buch so beziehungsweise vorstellen, weil das ganze Buch besteht aus ganz unterschiedlichen kurzen Sachen. Und eine Geschichte heisst Reisegötschi. Und in diesem Reisegötschi geht es eigentlich darum, dass der Stiefbruder von meinem Papa, alles erfunden, sehr ungern ins Ausland geht und bis jetzt einfach dreimal im Ausland war und jedes Mal im Europapark in Rust. Und er schon der erste Lichtaussteigung von der Wasserbahn, dem ist er so schlecht, dass er sich seitlich in den Wassergraben erbrechen musste. Und ausgerechnet diesem armen Kerl und seine Kinder zum 70. Geburtstag ein Reisegötschi nach Mallorca. Interessanterweise hat er Freude an dem Reisegötschi, weil er das Gefühl hat, Mallorca sei wahrscheinlich der deutsche Name für Martini. Also er hat nur das Gefühl, er muss nicht so weit reisen, er muss einfach in die Sonderwallis gehen. Und erst, als er den Reisegötschi einlesen will, hat der Schalter angestellt, das ist nicht Martini im Unterwallis und auch nicht Martinach. Das ist eine spanische Insel im Mittelmeer. Und dann bricht er fast zusammen, weil er so Angst hat, jetzt wieder ins Ausland zu gehen, dass er den Reisegötschi an Orden stellt, erschreckt, das Lake in Oregio zugesteigt, das Gampel in die Western Bar geht und das sehr lang aus grosser Wüte einfach gegen Flippro. Wo holen die reibe Ideen, also Geschichten zu schreiben? Ja, das gibt ganz unterschiedliche Bereiche. Einerseits Sachen, die ich wirklich mal gehört habe und das Gefühl habe, wenn ich die noch ein bisschen zuspitze, könnte daraus eine Geschichte werden, die lustig ist, wo eigentlich viele in diesem Steilhang gebannt sind. Wir treffen immer auf die kurligsten Sachen, muss ich sagen, auf die merkwürdigsten Sachen. Wenn ich daraus würde ich aber gerne eine Geschichte machen, irgendein Hamster, den man gekidnappt hat und nachher ist er immer aufgetaucht. So Sachen finde ich zwischendurch sehr amüsant und das, eigentlich reizt mich, dass nachher eine Geschichte daraus machen. Ja. Der ihr eher humorvolle Sachen schreiben oder gibt es auch traurige drunter? Also an diesem Band würde ich jetzt mal behaupten, also das Leben ist eine Stellung, sind alles eigentlich komische, merkwürdige, schwarzhumorige, lustige Sachen. Ist aber das vierte Buch von mir, noch erste drei, das sind alles so Lyrikbände. Ist eher so ein bisschen ein Gegenpol zum Lustigen, Witzigen zu erkennen. Das sind dann mehr so melancholische, wehmütige Sachen zum Teil. Alle auf Hochdeutsch und jetzt hier im Steilhangband, das sind alle eigentlich auf Walliserdeutsch. Und dann auch, dass die Leute, die nicht Walliserdeutsch verstehen, zu solchen Teilen lesen, sind schön auf Hochdeutsch übersetzt. Was haltet ihr von anderen Schriftstellern, die eher sachliche Literatur präsentieren? Also, ich habe wieder gestern oder vorgestern so einen Bericht, also, einen Bericht gelesen über einen Kerl, der Bogenschiesse übt und schon in der Mongolei war. Und jetzt glaube ich in Mühlenbach also einen Wettbewerb stattfindet, wo er mit 20 anderen geht Wettkämpfen. Also und ich habe gefunden, das ist ein extrem gut geschriebener Text. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, da bahnt sich irgendetwas an. Wenn man so gehört, hat ihr viel über das Reisen ins Ausland schreiben. Ist das eine persönliche Note, die da drin kommt? Habt ihr selber eure Reisen? Ja, ich gerne reisen. Ich muss allerdings sagen, dass in diesem Band, das Leben ist ein Steilhang, niemand gross reist, ausser aber von Lake auf Gampel, was nicht gerade so eine weltbewegende Reise ist. Oder mal gehst du ins Alpi, kommt dann auf Fischbertärmen und ein paar Schwarznosenschafe anschauen, aber weiter weg gehst du eigentlich praktisch nie. Die sind eigentlich immer hier daheim, aber ich bin selber immer wieder unterwegs. Ist das in der Schweiz oder ist das ein bisschen im Ausland? Und ich bin eigentlich sehr gerne am Reisen. Ich bin schon länger im Ausland gewohnt, in Amerika und in Paris. Von dem her ist es für mich wichtig, zwischendurch einfach wegzugehen und bis andere Luft zu schnuppern. Das ist schon so.